Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus. Beträge in Millionen Euro. Für Wörter, die in einem Budget mit 1500 Seiten naturgemäß auch entsprechende Auswirkungen haben. Und ich darf mich auch beim Kollegen Greiner jetzt auch für den, denke ich, sehr konstruktiven Redebeitrag bedanken, weil es einfach... weil es ganz einfach formell notwendig ist, diese Korrektur vorzunehmen, damit auch formell alles seine Richtigkeit hat. Aber ganz wichtig ist mir zu betonen, da darf ich mich durchaus auch anschließen, was der Kollege Greiner gesagt hat, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Bundesbudget 2020 und den mittelfristigen Finanzrahmen beschließen. Er bringt nämlich mehr Geld für die Justiz, er bringt mehr Geld für die Sicherheit in Österreich, er bringt mehr Geld für die ländlichen Regionen. Und das wurde alles schon vor der Corona-Krise beschlossen. Das sind Investitionen, die wir dringend brauchen. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, dieses neue Budget schafft auch den technischen Rahmen, dass wir bestmöglich durch die Corona-Krise kommen. 28 Milliarden Programm, auch jetzt noch einmal aufgeteilt in vier Rubriken. Auch hier ist man der Opposition entsprechend entgegengekommen. Die Programme sind damit technisch abgesichert, die wir dringend brauchen. Härtefallfonds, Corona-Fonds, Gemeindepaket. Ich bin selber Finanzreferent in einer Gemeinde. Enorm wichtig, dass wir in den Kommunen Investitionen machen können. Wirtepaket, Künstlerpaket, jetzt in Verhandlung intensiv, das Paket für die gemeinnützigen Organisationen. Viele, 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 viele wichtige Maßnahmen, um entsprechend durch die Krise kommen zu können. Abschließend darf ich festhalten, ich glaube, wir haben eine sehr intensive Budgetdebatte hinter uns, drei Tage mit manchmal sehr guten Debattenbeiträgen, mit manchmal in meiner Wahrnehmung mit weniger guten Debattenbeiträgen. Jedenfalls glaube ich, es ist höchst an der Zeit, dass wir das Budget 2020 beschließen, weil es ist ein gutes Budget für Österreich. Danke.